Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ganz wichtig ist, nach meiner Maßnahme, indem ich sie eingepackt habe, Wärmeerhalt plus stabile Seitenlage, muss ich wieder nochmal eine Atemkontrolle machen. Also nicht nur einmal, Verlauf muss mehrmals kontrolliert werden, weil es kann sich auch eine Veränderung, also es kann oder ist so, dass eine Veränderung entsteht, sage ich mal. Ne? Deswegen regelmäßig dann auch mal wieder kontrollieren die Atmung. Und hier haben wir nochmal so kleine Sachen, was man hier in eine Handtasche packen kann. Wer hat es nicht in der Handtasche? Oder im Handschuhfach. Handschuhfach oder im PKW. Ja. Das ist dann eben die größere Version, das ist die kleine, das ist so das Pocket-Version für den Schlüsselbund, sage ich mal. Das ist also so eine Beatmungstüte. Handschuhe. Handschuhe sind die auch drin, ne? Genau, nicht nur die Beatmungshilfe, auch Handschuhe sind drin, ne? Weil das gehört zum Eigenschutz. Können wir mal so hier mal gucken? Das heißt, es nimmt nicht viel Platz weg und dann könnten wir jetzt im Ernstfall, willst du mal anziehen? Jetzt stellen wir uns mal vor, der Rechner hört auf zu laufen, sage ich jetzt mal ganz. Ne? Genau. Das heißt, sie ist nicht nur bewusstlos, sondern sie hat auch keinen Puls mehr. Genau, also keine Atmung. Heißt so, wenn ich keine Atmung habe, habe ich die Handschuhe nebenbei. Keine Atmung habe, dann heißt es auch, oh, nein, das heißt nicht so, das ist so, dass nach einer kurzen Zeit auch ein Herzstillstand entstehen kann. Kein Sauerstoff im Blutkreislauf, Gehirn kriegt kein Sauerstoff. Dass mein Nervensystem und mein Gehirn, was alles ansteuert, hört auf, die Impulse zu geben zum Herzen. Herz bleibt stehen. Also Herzstillstand. Okay, das ist schlecht. Also das heißt, da müssen wir tätig werden. Und die Person, die elektrischen Impulse laufen nicht. Das heißt, man muss jetzt manuell versuchen, den Organismus in Gang zu halten. Genau. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung, also besser gesagt die Herzdruckmassage. Genau, diese ganzen elektrischen Pulse, die Muskeln zusammenziehen, sind gerade ausgefallen. Das machen wir jetzt. Jetzt geht manuell Strom rein. Genau, manuell. Manuell, okay. Und beatmen, weil die Lunge ist auch nur ein Muskel, der die Lunge zieht, wie so ein genau. Blasebalg. Genau. Die müssen wir halt auch dann füllen mit Luft. Sarah, keine Angst, wir werden dich jetzt hier nicht wiederbeleben oder irgendwas. Wir werden nur mal so tun, weil ich sag mal, ihr müsst schon eine richtige Erste-Hilfe-Ausbildung machen, wo auch immer. Man kann auch mal so einen Tageskurs mal schnell mal machen. Irgendwie mal. Ich kann es nur empfehlen, regelmäßig mal aufzufrischen. Viele haben ja einen Führerschein, sind seit über 20 Jahren, haben den Erste-Hilfe-Kurs gemacht und das war's. Also ich kann es nur empfehlen, alle 2 Jahre mal das aufzufrischen. Egal. Gibt's auch für Kleinkinder übrigens, ne, wenn genau. Man gerade Eltern wird. Wir haben das zum Beispiel in der Feuerwehr mal gemacht, dass wir dann die, ich glaube, ihr wart das sogar, dazu eingeladen hattet. Ja. Und haben wir dann für die ortsansässigen jungen genau. Mütter. Erste Hilfe Eltern. Am Kind. Genau. Erste Hilfe am Kind. Ne? Ist ein genau. bisschen anders, weil ist klar, so ein kleines Kind braucht nicht so viel Drückkraft. Genau, das ist ein bisschen andere Handhabung. Und das ist speziell dann auf Kindern gemünzt alles. Wir haben da eine Übungspuppen, also Kinderübungspuppen, dass man dann wirklich also live dann auch direkt an dieser Übungspuppe Kind und Säugling auch dann trainieren kann. Und dann, dass man einfach die Prävention oder dieses Üben, was habe ich schon mal gemacht, ist einfacher, als wenn ich das einfach nur mal jetzt gerade ad hoc machen muss und ich nie was drüber gehört habe. Ne? Und ich will noch mal eins allgemein noch mal sagen. Der Satz will ich jetzt mal kurz mal loswerden. Egal, was ihr macht es nicht falsch. Geht bestimmt besser, vielleicht, wenn man sich besser ausbildet. Man kann nichts falsch machen. Falsch machen ist eigentlich nur, wenn man nichts macht. Genau. Der wenn man da mit dem Handy steht, mit einem Foto, Video. Ich will jetzt auch nicht drauf rumhacken, nein. Aber wenn ihr was macht und ihr habt vergessen, den Kopf zu überstrecken, was halt schade ist, ne? Weil das halt ein echt lebensrettender Griff ist. Aber dann habt ihr wenigstens was gemacht, ihr habt wenigstens geholfen. Genau. Ne? Also bitte helfen, ist schon mal richtig. So, und was ich hier in klein hatte, gibt es auch in größer. So. Sogar mit Anleitung. Ich sag mal, die wird man in der Praxis wahrscheinlich nicht lesen. Nein. Man weiß, hier ist nur was aber drin. Aber es ist selbsterklärend. Also es ist wirklich selbsterklärend. Das ist also eine Beatmungsmaske. Nach dem musst du durchdrücken. Genau. Also beide Systeme haben ja einen Vorteil. Ich will ganz kurz erläutern, warum. Ja. Also die meisten haben ja eine Hemmschwelle, eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu machen oder Mund-zu-Nase. Weil eben dieser Ekel. Also nicht nur, wenn man hässlich ist wie bei mir. Nein, nein. Es geht darum. Es gibt also der größte Faktor, warum man das nicht tut, sage ich mal, ist wirklich diese Ekelbarriere. Und dafür sind diese beiden Systeme entwickelt worden, dass man eben diese Ekelbarriere überwindet, indem hier auch nochmal, hier sieht man, ist ein sogenanntes Schutzventil drin. Luft geht rein, aber es kommt nichts mehr raus. Und genau das Gleiche ist auch ein sogenanntes Ventil mit eingebaut. Ne? Und das unterstützt dann, genau, geht nicht rein. Das geht hier die Seite genau, raus. Genau, genau, deswegen. Und da ist es ein Vorteil, also ja, diese Beatmungstüte
habe ich ein Pocket, sage ich mal, in der Tasche, sage ich mal, ist einfach. Ne? Und diese Maske habe ich dann im Auto oder auch zu Hause, weil die ist doch noch besser, weil ich hier eine richtige, sage ich mal, Luftkammer habe, die komplett Nasen- und Mundraum umschließt und ich kann 100%, also eine gute, also ein Volumen dann zubringen in die Lunge. Okay, ich will es noch ein bisschen einfacher sagen. Genau. Wenn jemand bewusstlos ist und wirklich einen Verkehrsunfall hatte, dann ist da Gesicht eventuell Blut, Modder aus der Nase, Bewusstlichkeit erbrochen ist, die Klamotten sind voll, eingenässt, ist wirklich... Deswegen Handschuhe. Egal, ob er einen Anzug anhatte oder nicht, ne, sind alle Menschen gleich. Wenn ein Systemausfall ist, kann keiner was zu. So, und wenn man jetzt hier mit der Maske ist, ja mal, und hinzu kommt Eigenschutz, ich sage mal Hepatitis zum Beispiel, Klassiker, überhaupt Krankheiten sich zu holen. Man weiß es nicht, genau. AIDS kann man so nicht übertragen, aber es gibt halt Krankheiten, die können durch Atemluft, die Luft, die dann, man pustet rein, da passiert aber nichts. Aber wenn man jetzt Speichel vielleicht abkriegt, genau, auch. Aber wie gesagt, wenn dann die Atemluft rauskommt, dann atmet die dann ein. Deshalb dieses Ventil, genau, ist man selber geschützt. Ja. Also sowas ist schon äußerst sinnvoll. Können wir das mal anlegen? Können, ja, wir das Verkehrtrum drauflegen? Nee, es ist eigentlich so aufgebaut, weil hier sieht man, da ist eine Verengung und hier unten eine Erweiterung. Das heißt Nase, Mundraum. Also man kann es nicht falsch machen. Also klar, falsch schon, aber es ist also selbsterklärend, indem ich lege dir die Maske im Mund. Ne? Also du kannst normal atmen, also keine Bedenken. So, und dann lege ich die Maske hier drüber. So, es gibt, also ich will es nicht zu kompliziert machen. Einfach nur, es gibt ja auch Methoden bei uns im Rettungsdienst, aber das ist zu kompliziert. Einfach die Maske anlegen. So, Kopf überstrecken und jetzt würde ich jetzt beatmen. Genau. So, wichtig ist immer, jeden Atemzyklus einmal über den Bauch zu gucken, weil dann sehe ich dann, ob der Brustkorb sich gehebt und wieder, gehoben hat und wieder gesenkt hat. Ne? Und das ist dann einfach der ganze Trick bei einer ganzen Geschichte. Genau, wenn ihr den Kopf nicht überstreckt, dann pustet ihr nur den Mund. Ne? Genau. Also das muss, genau, es dann leider machen. Aber schön finde ich hier, was man hier sieht, das finde ich ja toll, wie ist das? Ist ja witzig, weil da haben wir im Schleifkorb-Trage-Video auch gerade wieder von gehabt. Die tauchen bei mir immer wieder auf. Und hier ist so eine kleine Beschreibung, wenn man das gut sehen kann. Notruf absetzen, die Maske aufsetzen auf den Mund, 30 Mal drücken und zweimal beatmen. Genau. Also beatmen, ne? Und auch so beatmen, dass das, wie ihr eben sagt, Kopf überstreckt ist und auch reingeht in die Lunge. Genau, und deswegen mache ich immer, mein Augenblick ist immer dann bei der Beatmung und dann wieder beim Entlasten. Ich muss ja einmal wieder Luft holen und dann gucke ich einmal über den Brustkorb. Dann sehe ich, ob der Brustkorb sich hebt und senkt. Ne? Dann weiß ich, dass ich dann wirklich genug... Und wichtig nicht, Luft holen und reinpusten. Also ein ganz normaler Atemzyklus, also genau auspusten. Ich will die nicht überblähen, die Lunge. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Also wie mit dem Kompressor da rein. Genau, ganz wichtig. Ja. Nee, aber okay. Aber sinnvoll so kleine Dinger, ne? Ja, also das vereinfacht alles. Also da könnt ihr mal gucken, ich werde da mal in den Link schreiben, wo ihr sowas bekommen könnt. Ich denke mal überall. Ja. Also in die eine Richtung müsst ihr es dann ja gehen. Ja. Kommt hier raus, andere Richtung. Hier oben kommt es raus. Genau, es kommt hier seitlich hier, raus. Hier oben. Genau, das ist das. Also ich merke hier in der Hand nichts. Das ist der Schutz, wenn die Person ausatmet, dass sie, genau, das nicht abkriegt. Okay, jetzt noch mal kurz den Druckpunkt suchen. Sarah, dürfen wir das? Ja. Also wie gesagt. Das macht er. Also. Ich will keinen Ärger zu Hause. All die Methode gibt es nicht mehr. Ganz einfach immer. Also immer bei den Frauen genau die Mittellinie von der Brust und dann in der Mitte. Einfach dann anlegen. Ne? Das ist dann der Druckpunkt. Genau, und die Hand bitte nicht so auflegen, sondern... So. Genau, ein Handballen. Handballen. Über Kreuz. Wenn wir eine Herz-Lungen-Bewegung durchführen, dann kann das auch ein paar Minuten dauern. Das heißt, ich muss auch versuchen, meine Kräfte, meine Ressourcen zu nutzen oder auch zu schonen, indem ich dann eben meinen Druckpunkt gesucht habe und dann die Arme durchstrecke und dann gar nicht über die Arme drücke, weil irgendwann habe ich dann irgendwann übersäue meine Muskeln, ich habe keine Kraft. Dann heißt, ich nehme meinen Körper zu Hilfe, indem ich dann den Druckpunkt suche und einfach nur versuche anzuwippen. Das heißt, ich beug mich nach vorne. Dadurch habe ich einfach nur eine Wippbewegung. Und dann die Arme durchgedrückt halten, schön steif und dann eben 30 Mal drücken. Genau, auch die, ich will auch gleich die Illusion nehmen, dass das wahrscheinlich ohne Rippenbrüche klappt. Das ist so. Also ist so. In der Rippe ist mir egal, weil eine Rippe, lieber eine gebrochene Rippe, aber trotzdem ein intaktes Kreislaufsystem und die Person hat dann eben die Chance zu überleben. Also, wenn die Rippe knackt, weitermachen. Weitermachen. Weil ich muss Kreislauf und Atmung stabilisieren. Und dann ist der Rippenbruch, ja, für mich erstmal... Das ist eine heile Rippe, wenn die Person tot ist. Ne? Genau. Gerade Sarah, das wollen wir doch nicht. Bei kleinen Kindern oder je jünger die werden, je kleiner der Brustkorb ist, das hat man eigentlich ein bisschen gefühlt. Dann kann es sein, dass man nur so drückt. Genau, bei Kleinkindern teilweise, bei Säuglingen nur mit zwei Fingern, bei Kleinkindern nur mit einer Hand. Aber ja, da muss ich sagen, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Da sollte man also nochmal
so ein Ersthilfe, also Ersthilfe an Kind, das ist dann interessant, weil das ist wirklich dann ein größer umfassendes Thema. Da sollte man wirklich mal auch sich Zeit dafür nehmen und das mal wirklich. Ich kann dir jetzt nicht alles erklären, weil das würde dann den Rahmen. Nein. Michele, top Job. Warte. Kontaminationsverschleppung, ne? Ne, wollen wir ja nicht, ne? Nee. Sarah ist wieder, lebt wieder. Ihr war auch ein bisschen kalt, heute das Wetter ist auch nicht so. Sarah, besonderen Dank, dass sie heute so bereit erklärt hat. Bitteschön. Ne? Also abonniert Sarahs Channel. Hast du auch einen? Ja. Oh, okay. Hey, ich kommentiere doch immer auf deinem. Ja, also lohnt. Okay. Übrigens, die ganze Crew ist mir eingefallen. Die hat übrigens ihre eigene Seite auf Facebook. Die Willi Crew, da könnt ihr mal auch die so mit unterstützen. Würde mich freuen, wenn ihr da mal abonniert, mal einen Daumen da lasst. Weil ohne die und ihn gerade hinter der Kamera und Moritz, der gerade gefahren ist, wäre das nichts, ne? Ja. Wichtig ist mir, dass ihr diese Filme jetzt nicht nutzt als Ausbildungsersatz, das soll euch nur ein bisschen auffrischen, erinnern und euch darauf vorbereiten, was ist wenn. Ne? So, darum geht es mir gerade in dem Video. Und dass ihr ein bisschen die Angst verliert, was zu machen. Also schlau reden, da drum rumstehen können viele. Machen, machst du jetzt. Und 112 anrufen kann man auch mal. Auch die vorbeigehen, sich nicht trauen, können wenigstens 112 mal anrufen. Lieber einmal zu oft als zu wenig. Und ich kann euch empfehlen, frischt euch auf. Informiert euch im Ort, wo ihr wohnt, wer sowas anbietet, Erste-Hilfe-Kurse, welche Hilfsorganisation das unterstützt und einfach mal hingehen, anfragen und dann mal so einen Auffrischungskurs mal machen. Es kann nicht schaden. Kann nicht schaden, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, und man kann auch schlecht auf ein Video zeigen, wie doll man drücken muss, genau. Wie man Kopf überschlägt. Das sind alle Sachen, die müsst ihr leider mal gemacht haben. Aber genau. Ja, einfach machen und wie gesagt, nichts machen ist falsch, alles andere ist richtig. So sieht's aus. Gut, schönen Dank, Michele. Gerne. Und Sarah auch. So, wir gehen erstmal einen heißen Kaffee trinken jetzt. Ne? Super. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Masken kann nicht schaden, wenn man eine Maske nicht hat. Gott, naja, ich will nicht sagen, macht es ohne, aber. Im Zweifel macht man das ohne. Ja, man kann ja auch ein bisschen so. Genau. Ja. Aber es ist natürlich appetitlich auch nicht, doch, das ist keine große Investition, das kostet nicht viel. Ne, Lass mal Moritz mal einen Daumen hier, heute hat er ganz halt gefilmt. Super Job. Mach's gut. Tschüss. Und Marvin, auch ein geiler Typ, der macht jetzt weiter. Und Marvin, du hast mir gerade was gezeigt, was du nämlich hast. Hier drin. Hatten wir auch schon bei eurer Fahrzeugvorstellung mal kurz, sind wir drauf eingegangen. Geht auch Handschuh drin, ne? Genau. Kleine Variante. Soll keine Werbung machen, jeder kennt das vielleicht. Vielen Dank, Marvin. Kann man auch. Aber hier, tut mir leid, um dein schönes Ding, hier haben wir noch eine kleine Maske drin. Genau. Ja, so.